Okay, es war alles nur ein Traum. In dem Sinne, herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde The Evil Within mit dem lieben Mofa-Gerät. Ja, was das jetzt mit diesem Traum jetzt auf sich hatte, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es überhaupt ein Traum war. Wir sind ja das letzte Mal mit dem Auto in den Abgrund gestürzt. Vielleicht sind wir jetzt in dieses Krankenhaus gekommen. Okay, ich habe jetzt irgendwas genommen, hören anscheinend. Okay, Leichen gefunden, Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelter Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Okay, hat das was mit unserem Fall zu tun? Ich denke doch mal schwer. Er ist auf jeden Fall verletzt, mein lieber Herr. Hallo? Jemand da? Okay. Was ist denn? Okay, sehr appetitanregend. Hier kleine Maden im Waschbecken. Was haben wir denn hier? Noch so ein Glas. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, für was die sind. Und wir können die Türe untersuchen. Und wir haben hier Kakerlaken oder irgendwas, die hier das... Hallo? Sind wir wach? Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Okay. Ich weiß jetzt selber nicht, was abgeht. Können wir hier rein? Uns wird ja anscheinend hier vorgegaukelt, dass alles... Was ist denn das für ein Zeichen? Müssen wir uns das vielleicht merken? Oh ne, die sind hier überall. Ich denke mal, dass ich hier nicht rein kann, nirgends. Nee, das geht auch nicht. Aber dieser Spiegel ist doch merkwürdig. Hallo? Hallo? Jemand da? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste Mofa im ganzen Land? Das bist du, liebes Prima 5S. Vielen Dank, Spiegel. Okay, wir schauen mal in die andere Richtung und gehen mal durch diese Türe. Ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, wieso alles hier grau oder schwarz-weiß ist. Das würde ich auch gerne wissen. Vielleicht, weil wir verletzt sind, ich bin mir jetzt nicht sicher. Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Leertaste halten. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre Zu... Ah, okay, das ist zum Speichern anscheinend. Jetzt habe ich anscheinend schon ein bisschen oft drauf gedrückt. Okay, wie dem auch sei. Erinnerungen nicht aufbewahren. Hier entlang bitte. Okay, es öffnet sich ein neues Tor. Wir haben anscheinend kurz nach 10. Kann ich hier irgendwas noch machen? Oder irgendwas hier schauen? Ich denke mal, es würde dann schon hier stehen. Rennen kann der liebe Herr auch nicht. Okay, ich denke mal, uns wird nichts anderes übrig bleiben, als durch diese Türe zu gehen. Und ich muss ja sagen, sieht ja nicht gerade vertrauenserweckend aus. Hier ein Stuhl mit einem Tropfer. Okay, ich muss ehrlich sagen, das sieht überhaupt nicht gut aus. So ein abgefuckter Raum mit so einem Stuhl und einem Tropf ist eigentlich, glaube ich, nie gut. Okay, wir werden einfach mal reinstiefeln. Okay, es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Liebe Frau Doktorin. Bitte, setzen Sie sich. Leertaste verbessern. Was haben wir denn hier? Eine Fliese. Ein Kartenfragment, okay. Kann ich das auch irgendwie anschauen? Okay, ich denke mal, wir werden uns wahrscheinlich setzen müssen. Uns wird wahrscheinlich nichts übrig bleiben. Okay, dann setzen wir uns doch einfach mal. Und schau mal, was passiert mit uns. Was soll das?
Okay, ich wusste, es ist keine gute Idee. Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Nein. Mit grünem Gel kannst du die Parameter einzelner Fähigkeiten verbessern. Okay, wir können hier was freischalten, allerdings weiß ich gerade nicht, was das ist. Soll ich das einfach mal machen? Kann ich überhaupt irgendwas auswählen, was ich verbessern möchte? So, sehen Sie, schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Wie kommen Sie denn da? Ich warte auf Sie. Okay. Vielleicht war Scheiße. Das anscheinend geht hier vor. Nur ein Traum. Wo bin ich? Okay, ich denke mal, dass meine Mates wahrscheinlich alle tot sind. Kidman, wo bist du? Okay, hier links haben wir auf jeden Fall unsere HP-Anzeige. Connelly. Ja, mal dieses grüne Gel wieder. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Okay, hier sieht es nach einer Blutspur aus. Als hätte hier jemand rumgeschliffen auf dem Boden, der ziemlich stark geblutet hat. Wir schauen jetzt auch einfach mal weiter. Und es sieht ja relativ düster aus. Okay, hört hier die Blutspur auf? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wohin wir laufen müssen. Nahkampfangriff. Okay, greife Gegner oder Gegenstand. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Okay, wir können auf jeden Fall prügeln. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Allerdings, wohin müssen wir denn? Wow, okay. Hier hinten haben wir so eine Art Camp oder Lager oder so. Wir haben auf jeden Fall schon mal Licht. Hey! Okay, ich glaube, der frisst gerade jemand anderen. Also so ganz dufte war der ja nicht. Okay, er frisst tatsächlich einen anderen Typen. Aber wir haben eine Pistole. Connelly. Oh, das ist unser Kumpel. Oh, okay, das muss jetzt schnell gehen. Mit dem Lesen. Ist er jetzt tot? Wow! Okay, die Maus ist hier etwas überempfindlich. Mein Gott, Connelly. Was ist denn hier passiert? Sag mal. Okay, ist definitiv tot. Okay, da ich jetzt nicht so der Fan von übertriebener Gewalt bin, upsala, werden wir jetzt erstmal hier schauen, was denn hier passiert ist. Okay, der ist definitiv nicht mehr ganz frisch. Wir könnten aber schauen, ob wir hier vielleicht irgendwas finden. Hier haben wir wieder ein Glas mit grüner Grütze. Finden wir noch irgendwas? Was denn das für ein Geräusch? Ist das die Lampe?
Okay, wir schauen mal weiter. Hier oben sehe ich schon wieder Laterne benutzen. Q drücken, um Laterne zu benutzen. Wo haben wir denn die Laterne? Ah, wir haben die hinten an unseren Gürtel hier hängen. Hier oben habe ich schon wieder ein Glas mit Grütze gesehen. Bilde ich mir zumindest ein. Ah, nee, hier hinten ist es. Okay, ich denke mal, dass wir hier durch müssen. Aber anscheinend nicht durchkommen. Wow. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Falle. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Tut weh! Tut weh! Wow. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Verdammt nochmal. Okay, hier stimmt irgendwas anscheinend nicht. Okay, wir können diese Bomben anscheinend entschärfen, indem wir die Leertaste gedrückt halten. Gegenstand erhalten. Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust. Qualenarmbrust? Qualenarmbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Okay. Hier war der liebe Leslie, der mit uns in diesem Auto saß, in diesem Krankenwagen. Wir erinnern uns zurück, als wir von dieser Brücke gestürzt sind. Allerdings habe ich so echt das Gefühl, dass der ja tatsächlich irgendwie sehr gar nicht so dumm ist eigentlich. Er macht ja so den Eindruck von einem geistig Verwirrten. Allerdings glaube ich das jetzt gar nicht so. Streichhölzer benutzen. Steuerung Informationen. Nähere dich an einen am Boden liegenden Gegner und drücke C, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Das verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es weitere brennbare Dinge. Okay, das sollten wir vielleicht mal die Augen offen halten. Wir müssen anscheinend hier die ganzen Typen hier auch verbrennen. Ich denke mal, die werden sonst vielleicht wieder aufstehen. Upsala, falscher Knopf. Wollen wir es gleich mal probieren? Mit C verbrennen? Okay, ist gar nicht schlecht gemacht, muss ich ehrlich mal sagen. Aber wir schauen uns trotzdem mal weiter. Was wir denn hier noch alles haben? Hier sieht es auf jeden Fall schon wieder nicht sehr einladend aus, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass wir hier rein müssen. Und gerade diese kleinen Räume hier machen immer ganz zu schaffen. Ich wusste doch, dass es irgendwas mit diesem Spiegel wahrscheinlich zu tun hat. Er hat sich jetzt ein bisschen erschrocken. Okay, liegt auf jeden Fall ein Schuh und eine Blutspur wieder am Boden und lauter Hackwerkzeug. Okay, ich habe wieder grüne Grütze genommen. Okay, Tagebuch von Sebastian Castellon, ich weiß es gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Okay, endlich habe ich mein Golderzeichen, Detective. Das klingt gut, hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten, als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem musste ich auch nicht mehr diesen bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und das ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Okay. Scheiße. Können wir... Okay,
Ich denke, ich weiß, worauf das hinausläuft. Wir können hier unsere speichern oder wir können... Schon wieder hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wir können tatsächlich den Verstand speichern und uns vielleicht upgraden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Hier hinten der Spiegel. Okay, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Diese Frau. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Geht es Ihnen nicht gut? Oh, jetzt bin ich aber ganz schön erschrocken hier. Ich könnte hier speichern. Ups, jetzt renne ich hier schon gegen die Tür. Oder ich kann hier upgraden wieder. Wir verbessern natürlich wieder. Ich weiß gar nicht so recht, was wir verbessern, muss ich ehrlich sagen. Oh, jetzt haben wir hier was. Okay, Lebensanzeige. Steige das Maximum der Lebensanzeige. Maximale Sprintdauer. Nahkampfschaden. Und Spritzenentwirkung. Gesundheitsregeneration durch Spritzen erhöhen. Okay. Ich hätte jetzt mal gesagt, ich weiß nicht, wie viel wir benötigte Punkte. Oh, das ist aber ganz schön teuer. Da können wir uns ja noch gar nichts leisten. Okay, da reicht uns leider unser Geld nicht. Wir können hier oben auch noch verbessern. Aber sie alles sehr, sehr teuer. Magazinkapazität. Okay, ich glaube, wir werden sowieso jetzt gerade im Moment noch gar nichts machen. Muss ich jetzt vielleicht zurück zu diesem Spiegel? Was ist denn jetzt mit ihm los? Ach, sagt bloß, der hat so wenig Ausdauer. Okay, das ist tatsächlich so unser Speicherslot oder unsere Speicherstation und unsere Upgrade-Station. Das heißt, immer wenn wir so einen Spiegel sehen, denke ich mal, können wir hier irgendwas machen. Okay, aber sonst gibt es hier, denke ich, nicht viel. Gehen einfach mal wieder nach außen. Oh ja, ich hätte sie ja auch normal aufmachen können. Okay, hier unten geht schon weiter. Da haben wir auch schon wieder ein Häuschen. Und hier haben wir Leslie. Ich denke mal, dass ich ihn beschützen muss. Wir haben uns von hinten her. Schleichangriff, Steuerung und Leertaste, das probiere ich doch jetzt mal. Und Leertaste, sagt er. Wow, okay. Warum auch lieb zueinander sein? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt hier wehtun kann, wenn ich da drüber laufe. Muss aber Leslie sein. Oder ist nach hinten rausgegangen? Okay, wir müssen die Leertaste drücken, um hier drüber zu kommen. Wir müssen tatsächlich Leslie folgen, habe ich das Gefühl. Wo läuft der denn immer so schnell hin? Die Jungfrau Maria. Können wir hier rein? Also von der Atmosphäre her, es ist gerade richtig schön, finde ich. Also richtig schön düster in dem Wald. Seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung, wo... Kann nicht weiter. Yeah.
Teufel passiert denn mit den Leuten hier? Okay, automatisch zielen, Steuerung im Haus 2 halten, zielen, wenn du dich in einer bestimmten Entfernung zum Gegner befindest. Du siehst automatisch den nächsten Gegner an, der vor dir an, solange du die Taste gedrückt hältst. Oh, wow. Munition alle? Okay, ich habe keine Munition. Das heißt, wir müssen jetzt leider vermöbeln. Wir können das mal probieren mit einem Streichhölzlein. Okay, das geht anscheinend nicht. Okay, ich weiß nicht, wie lange das dauert, ob ich den so einfach vermöbeln kann. Okay, wir sind anscheinend tot. Ich hätte vielleicht doch etwas genauer zielen sollen. Okay, ja, haben wir schon. Manchmal ist Wegrennen die beste Strategie. Okay, ich habe exakt 2 Schuss. Hier hatten wir irgendwas mit nehmen. Die Flasche. Ich denke mal, das ist Sinn und Zweck hier, dass wir vielleicht nicht unbedingt schießen, sondern uns wieder verstecken sollten. Ja, tatsächlich mehr ein Stealth-Game wie irgendwas anderes. Also habe ich jetzt gerade so im Moment die Vermutung, ich kann mich jetzt mal probieren nach hinten. Oh, 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 oh. Hat er uns schon gesehen? Ja, ich denke mal ja. Okay, das war leider unser einziger Schuss. Ich probiere mich jetzt von hinten anzuschließen. Okay, er hat mich gesehen. Dann werden wir jetzt einfach mal rennen und werden uns verstecken. Ich glaube, so schnell ist der Typ jetzt hier nicht. Okay, er sucht uns. Ich probiere es jetzt wieder mit dem Nahkampfangriff von hinten. Okay, er hat uns gesehen. Ich glaube, wir haben sogar nicht mal eine Chance gegen einen einzigen von diesen Typen hier. Aber ich denke, dass hier unser Leslie drinnen ist. Können wir hier rein? Er macht noch so langsam die Türe auf. Und schon wieder zu. Sehr schön. Okay. Ich bräuchte meine Lampe. Wie konnte ich die jetzt nochmal anmachen? Hier haben wir auf jeden Fall Grütze wieder. Aber Leslie scheint ja auch nicht hier zu sein. Ich frage mich ja, wie der gute Mann hier die ganzen Zombies... Der hier außen rum. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo er ist. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde mich besser fühlen, wenn dieser Typ tot wäre. Hier läuft er auf jeden Fall. Und ich probiere das jetzt natürlich auch. Leertaste nehmen. Ich kann jetzt leider noch nichts nehmen. Ich will nämlich tatsächlich probieren, diesen Typen hier tot zu machen. Okay, tut mir leid, lieber Herr. Er hat ja noch vorher etwas gelebt, aber jetzt ist natürlich Schicht im Schacht. Wir hatten hier aber noch irgendwas zum Aufheben. Allerdings, wo war denn das jetzt? Notiz aus Seegemeinde. Seit wann gibt es hier einen Leuchtturm am See? Stand der schon immer da? Das kreisende Licht streift mich, durchdringt mich. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal etwas mitnimmt, aber ich weiß nicht, was es ist. Okay, das ist wahrscheinlich dieses Licht hier hinten. Also nicht diese kleine Lampe, sondern dieses Licht hier hinten. Okay, wir haben Munition sogar. Und wir können ihn nochmal verbrennen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir es nicht machen.
Unsere Lampe ist anscheinend auch aus. Kann ich die vielleicht umtauschen? Okay, nee, wir schauen einfach mal weiter. Ich denke mal nicht, dass wir hier drüber kommen. Ich denke mal, dass wir schon fast ein Bötlein brauchen. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Okay, was sagt uns das jetzt?